Leichtgläubigkeit als Gefahr auf dem spirituellen Weg. Der spirituelle Weg hat viele Herausforderungen. Und für viele der Herausforderungen ist es gut, jemanden zu haben, der dir beisteht. Gerade im Yoga gilt der Guru, der spirituelle Wegbegleiter, der spirituelle Lehrer als besonders wichtig. Aber bevor du jemanden als deinen Guru annimmst, ist es wichtig, ihn zu prüfen. Sei nicht zu früh zu leichtgläubig. Leichtgläubigkeit kann ein großes Hindernis auf dem spirituellen Weg sein. Im Yoga wird gesagt, es gibt drei Arten von Gurus. Es gibt den sattvigen, den rajasigen und den tamasigen Guru. Der sattvige Guru, das ist der, auf den man sich beziehen kann. Der sattvige Lehrer hat einiges verwirklicht. Der sattvige Lehrer, der ist ein ethischer Mensch, er kennt die Schriften, er lehrt das, was er lehrt, in Übereinstimmung mit den Schriften anderer und er hat auch eine Hochachtung vor anderen spirituellen Lehrern. Der tamasige Lehrer dagegen, der erzählt Unsinn, er ist entweder fanatisch und lehrt unethische Dinge wie Gewalttätigkeit und so weiter. Er ist vielleicht träge, lehrt irgendwelche Dinge, die nicht gut sind. Es gibt noch den rajasigen Lehrer, der mindestens meint, er weiß es besser als andere und der aus seinem Lehrerdasein irgendwo eine gewisse Wichtigkeit herauszieht. Die tamasigen Lehrer sind die schlimmsten Lehrer. Sie nutzen die Leichtgläubigkeit ihrer Schüler aus. Und leider, weil es solche tamasigen Lehrer gibt, plus die Leichtgläubigkeit von Aspiranten, ist heutzutage Religiosität und Spiritualität ziemlich in Verruf gekommen. Wir schreiben das Jahr 2016, es gibt Selbstmordattentäter im Islam, es gibt auch ein paar Hindu-Fanatiker, es gibt christliche Fanatiker und in Birma versuchen die Buddhisten, die Moslems irgendwo zu unterdrücken. Nicht alle Buddhisten, aber ein paar. So ist keine Religion ohne irgendwelche Schwierigkeiten. Keine kann man davon ausnehmen. So gilt es, Leichtgläubigkeit zu verhindern. Man sollte die spirituellen Traditionen überprüfen anhand übergeordneter Ethik, zum Beispiel Menschenrechte, zum Beispiel das, was die Religionen auch lehren, nicht verletzen, nicht lügen, nicht stehlen, Vermeidung von sexuellem Fehlverhalten, Unbestechlichkeit. Und dann, man sollte nicht einfach nur spüren und fühlen, wenn man in einem Vortrag ist und man fühlt sich so im Herzen berührt, sollten erstmal die Alarmglocken klingeln. Und man sollte schauen, ich fühle mich innerlich berührt und mein Herz sagt mir, das ist richtig, ich will das tun. Endlich hat mein Leben einen Sinn. Einen Schritt zurückgehen, einen Schritt überlegen. Wie lebt der Mensch, der jetzt so spricht? Was lehrt er? Hat er Hochachtung zu anderen Lehrern? Entspricht das einer übergeordneten menschlichen Ethik? Wenn du da erst überlegst und du dann feststellst, ja, das stimmt und er ist vernünftig, er ist ethisch, ist eine Übereinstimmung mit anderen und ich fühle mich spirituell berührt, ja, vielleicht hast du dort deinen Guru gefunden. Wenn du feststellst, dass dein Herz dir sagt, der Mensch hat recht und dein Verstand sagt, das ist gefährlich, dann mein Tipp, renne weg. Denn es gibt nichts Schlimmeres als spirituelle Leichtgläubigkeit, die von Menschheitsverführern ausgenutzt wird. Und auch wenn du einen authentischen Lehrer hast, auch dann musst du überlegen, wie du das, was dieser Lehrer lehrt, für dein Leben umsetzt. Auch hier gibt es Leichtgläubigkeit als Hindernis auf dem spirituellen Weg. Denn Lehrer, gute Lehrer, lehren unterschiedliche Aspiranten unterschiedlich. Und wenn du etwas hörst, was einem anderen gesagt hat, muss das noch nicht das sein, was für dich gut ist. Und die Schüler des Lehrers können auch die Dinge falsch verstanden haben. Und manchmal testet der Lehrer auch den Schüler.
Denn du solltest nicht alles glauben, was der Lehrer sagt, nicht alles tun, was der Lehrer sagt. Du musst immer überlegen, inwieweit trifft das auf mich zu. Daher, eine gewisse Skepsis ist auf dem spirituellen Weg wichtig. Gesunder Menschenverstand ist wichtig. Übergeordnete ethische Prinzipien sind wichtig. Leichtgläubigkeit kann ein Hindernis sein auf dem spirituellen Weg. Mehr Informationen auf unseren Internetseiten auf www.yoga-vidya.de.